stell dich einfach auf die Plattform. Den Rest erledige ich. Ja, und das machen wir jetzt die Folge. Haha. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Und hier warten schon einige Leute. Wir gehen jetzt ins Institut, Leute. Hi. Kann ich was für dich tun? Stell dich einfach auf die Plattform. Eine Sache ist noch, Leute, die mir aufgefallen ist. Den nervt ein bisschen. Aber hey. Moment. Waffen. So, das können wir einfach mal hier ablegen. Scheiß drauf. So, aber die Frage ist, unsere schöne Waffe hier. Moment, wo ist sie denn? Die hier. Braucht eine 44er Muni. Von dieser 44er Muni haben wir nichts mehr. Schreck gesehen. Richtig? Richtig. Bist du sicher, dass du das nicht brauchst? Sicher, hey, ja. Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Schwächt nicht? Gib her. Klar. Stell dich einfach, ich schau's mir an. Ich habe von. So, 44er wäre geil. Hier, 24 Schuss. Ja, 44er würde ich gerne noch ein bisschen mehr haben, hat's aber leider nicht. Ja, nehmen wir an. Mit 3000 Cash ist ganz geil. So, okay, ich geh mal rein. Ich will einfach speichern noch einmal, richtig, bevor wir da reingehen. Und dann, ja, geht's los. Nicht bewegen! Ich muss alle deine Moleküle erfassen. Entschuldigung. Ich hoffe, ich erwische sie alle. Sind ja nur ungefähr 60 Trillionen. Ach so. Okay. Spendieren wir deinem Baby etwas Saft. Mal sehen, was es so drauf hat. Nimm das Holoband hier. Du wirst es brauchen, um den Patrioten zu kontaktieren. Okay. Oh Mann! Keine Sorge! Das gehört alles zum Plan! Tom, tu, was auch immer nötig ist, um mir Vertrauen zu gewinnen. Ja. Lüg. Sag ihnen, was sie hören wollen. Denk dir eine Tarnung aus und verkauf sie ihnen. Komm schon! Ja. Ich glaube, ich habe. Machen wir. Schalte auf das Institutssignal. Sammle so viele Informationen wie möglich. Mach über Synths. Über die Pläne des Instituts. Finde ihre Schwächen. Wenn wir das Institut ausschalten oder vernichten wollen, müssen wir das tun. Steck das Honoband in ein Terminal. Dann wird sich der Patriot melden. Das muss er einfach. Hab die Präsenz! Es funktioniert! Finde eine Möglichkeit, sie zu retten. Niemand. Aus. Bin ich noch Heiler? Ich bin noch Heiler. Cool. Ich bin ein Sünd. Ich bin der professionellste Sünd der ganzen Welt. Menschen überleben das ja nicht. Das habe ich einfach mal beschlossen. Von daher, ja. Halt was nicht dabei, ne? Scheiße. Willkommen im Institut, würde ich sagen. Geil. Ja. Cool. Bekommen wir auch ein bisschen Sündrüstung hierher. Wäre ganz geil. So, was ist hier drin? Ja, klar, haben die so einen Schlosserhammer und alles hier drin. Ist nur das Institut. Aber okay. Die kommen halt so hochtechnologisch vor, ne? Kann man halt irgendwas am Terminal. Ah, warte mal. Benutzen. Okay. Können wir vielleicht. Moment. Benutzen. Ja, Railroad anschließen, nein. Oder? Wie heißt denn das? Das hier bestimmt. Nee, Patriot, oder? Eigentlich ja. Ja. Wach auf, Commonwealth. Sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße, wie heißt denn das? Das nicht. Weil anschließend auch nicht. Das ist auch nicht, auf keinen Fall.
Netzwerkscanner. Das könnte sein. Ah, könnte sein. Bruder schickt uns von sein. Okay. Also, er steckt das hier in ein beliebiges Kapitel Nachricht. Okay. Okay. Wir treffen Wartungsraum im Bereich fortschrittliche Systeme, okay? Bestätigt. Treffen im Wartungsraum. Hoffentlich ist das keine Falle. Wartungsraum. So wollte ich machen. Okay, Leute. Okay, wir sind, denkt dran, hier sind Sünds. Aber die wissen nicht, dass wir halt kein Sünd sind. Das ist unser Vorteil. Wir haben, na ja, gut, die haben Heimvorteil, aber wir haben hier unbekanntes Vorteil. Keine Ahnung. Hallo. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Was? Du bist ziemlich einfallsreich. Okay. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Oh nein, die wissen nicht, wo wir sind. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir erwartet werden. Kaputt. Nicht kaputt, unzugänglich. So scheiße jetzt. Oh Mann. Shit. Bin ich mal jetzt gespannt. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ja. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Schauen wir mal. Willkommen im Institut. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, ja, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem, Alter, Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Mhm. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Das ist geil hier, muss ich zugeben. Müssen wir im Untergrund bleiben. Das gefällt mir übelst, aber... Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben... instabil. Ja. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Lass mich raten. Du sagtest, er hätte ihn gerettet von der Strahlung oder so. Schon irgendwas. Ich traue den überhaupt nicht. Also, es sieht mega cool aus, aber ne. Nicht für den Preis, den die da oben machen. Leute zu entführen und so weiter und so fort für ihre scheiß Forschung. Das sehe ich nicht an. Tut mir leid. Auch wenn es richtig cool ist, vielleicht. Mal schauen. Ist er das? Ist das unser Sohn? Otoskop. Nimm mal mit.
verklemmt. Na klar. Ist er das? Ich weiß noch nicht. Da brauche ich den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nicht. Okay. Hey. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Ist er das wirklich? Ist er es wirklich? Sean? Bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, wo sind alle? Vater, was ist los? Was geschieht hier? Ich möchte direkt antworten. Der einen Sache. Moment. Diese Gesprächsoption gefällt mir nicht. Er könnte aber auch ein Sünd sein. Er könnte auch eine Kopie sein. Wir dürfen es nicht vergessen, ne? Ist er es wirklich? Sean, bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, ich bin's. Ich bin deine Mama. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater? Vater! Ja, das ist nicht so einfach. Alles okay, Sean. Mama ist jetzt da. Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Wer ist Vater? Wo ist Vater? Der Institut? Vater, hilf mir! Sie will mich entführen! Vater? Vater, hilf mir! Nur schauen. Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend. Aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Also ist schon tot. Bleib unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. Okay. So wie du ein Elternteil für deinen Sohn bist. Für Sean. Ich mache es ganz einfach. Wo ist mein Sohn? Er ist hier, im Institut. Näher, als du denkst. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin... Was? Dein Sohn. Er könnte es natürlich hart verarschen. Oder stimmt wirklich? Es sind so viele Jahre vergangen dazwischen. What? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es
60 Jahre warm? Oh, scheiße. Das ist die Realität. Hier bin ich. Vom Institut großgezogen. Und jetzt sein Anführer. What? Als ob... Ne, ne. Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich? Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Ja, aber... Menschliche Synths? Wirklich? Menschenähnliche Synths. Ein großer Unterschied. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Na, das sind schon arme Menschen. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Wow, das ist krass. Und du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja, du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Wow. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Das ist jetzt, es ändert einiges natürlich, ne? Wow. Krass. Aber warum machen die Vorgehensweise von denen? Das ist doch scheiße, wie die es bisher machen. Bist du noch da? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Oh, da können wir nochmal speichern. Yay! Du wusstest, dass er ein Psychopath war, aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft.
Egal, was die da oben über uns denken. Er hat ja recht. Aber nicht so, wie die es aktuell machen. Das geht so nicht. Was soll man jetzt hier nehmen? Angst vor ihm habe ich nicht. Spielt keine Rolle. Hm. Bist du noch da? Ja. Warum du, kannst du mal fragen. Aber Direktor? Warum du? Ich war der Qualifizierteste für die Position. Ganz einfach. Ich habe in diesen Mauern gelebt und mich der Wissenschaft gewidmet. Wie alle Mitglieder des Instituts. Meine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Ja, aber warum hast du so viel Sinn, dass die anderen angreifen und die Klone von anderen erstellen? Okay, zum Testen wahrscheinlich von denen, aber das geht auch nicht. Ah, das ist schwer. Und warum entführen die einfach Leute? Die können es auch ganz anders regeln, auf eine friedliche Art und Weise. Mit den Leuten irgendwie. Bist du noch da? Zusammenkommen. Das Problem ist, die Sims an sich sind ja nicht böse. Die sind normale Menschenroboter, sagen wir mal so, wie auch die Railroad sagt. Aber so wie die halt eingesetzt werden, die Killermaschinen teilweise, das ist doch nicht normal. Diese Wanna und sowas. Deswegen. Möchte ich mehr wissen. Ich möchte mehr erfahren. Warum, wieso, weshalb? Das ist deine Wirkung. Dein Vater. Er hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihm geschehen ist. Oh. Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war sein Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die Was-wäre-wenn-Fragen. Hm. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Ja, es gibt aber noch wie mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Oh, das ist ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Verarscht er mich nur? Er könnte es auch hart verarschen, dass er gerade unser Sohn ist, natürlich, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Eigentlich kann ich nicht die kompletten Freunde hintergehen. Das geht nicht. Wow. Ich möchte natürlich sehen, was die da machen. Klar. Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser dann hast. Dann helf doch den Leuten, die oben noch sind. Ey, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber wir sollen ja mehr über das Institut herausfinden, also. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Okay. In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Abwarten. Nimm dir Zeit. Und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen. Dr. Ayo im Bereich SEB. Und Dr. Holdren in der Biowissenschaft.
Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Schön, Leute. Darf ich da durch? Ich möchte natürlich alles hier kennenlernen. Sieht cool aus, das Zeug. Na mit. Aber die Frage ist halt echt. Boah, sieht so gut, Alter, sieht das geil aus. Es gefällt mir natürlich. Es gefällt mir hart. Dieser Ort, also von der Gestaltung her und so. Von Texturen. Sehr futuristisch, gefällt mir sehr. Allerdings, kann ich noch nicht viel drüber sagen. Das ist auch. Cool. Ey, können die Sachen nicht auch in unserem Haus reinbauen und sowas? Können wir das irgendwie freischalten? Das wäre voll cool. Alter, die sind hochtechnologiert, ne? Technologisiert. Die könnten auch Leuten viel helfen, aber die müssen halt ihre Einstellung komplett ändern. Wenn wir das schaffen würden mit dem Sohn, okay, bin ich dabei. Aber sonst nicht. Sorry. Wir haben so viele Leute mit Leuten so viel Zeit verbracht da oben. Mit denen so angefreundet. Und dann kommt irgendein Typ, der sagt, ja, wäre unser Sohn. Was durchaus sein kann. Und dann alles wegschmeißen und alle trügen oder was. Nee. Ja, abwarten. Ich weiß es noch nicht. Okay. könnte ich gerne durchlesen, ich überfliege es gerade einfach mal. Lebendes Denkmal. Okay. Statusbericht. Offline. Betrieb. Okay. Sinnproduktion nominal. Direktorzimmer immer noch offline. Agent an der Oberfläche eliminiert. Okay. Persönliche Notizen. Das Warten geht weiter. Ayo kann nur Sichtungen außerhalb von World 111 und etwas später in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Werden wir uns wirklich treffen? Was alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir Emotionen dabei im Weg stehen. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise, weil auch ein Sinch, kann sein, ne? Seltsamerweise musste ich an Dr. Walker denken. Er hatte solche große Hoffnung in Kellogg gesetzt. So viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten könnten. Ich bedauere immer noch, das Projekt beendet zu haben, aber ich weiß, wohin uns das geführt hatte. Volker hat sich bei seinem Ziel nie zurückgehalten und zu viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung von Biologie und Technik. Ich will halt sehen, was sie gemacht haben, was sie erreicht haben. Und dass sie vielleicht den Railroad helfen und nicht einfach auslöschen. Zum Beispiel jetzt. Warum greifen die an und löschen die aus? Die wollen die zerstören, das ist klar. Aber wenn die auch eh nicht finden, können die auch einfach in Ruhe lassen. So, also auch ganz schön komisch. Aber es sieht richtig cool aus. Gut, Leute, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, beende ich mal die Folge. Und tschau. Dann danke schön fürs Zusehen. Und tschüss mit der nächsten Folge von Fallout 4.